Wir haben hier unseren jährlichen Taubenmarkt, der immer nach Dreikönig anfängt, jeden Sonntag stattfindet, bis Palmsonntag. Ist ein Ereignis, ein besonderes für unsere Marktgemeinde hier im Ortsteil Lipind. Die Leute kommen hier von nah und fern, aus der Rhön, aus Thüringen, aus dem Frankenwald, auch aus den Haßbergen, umliegendes Land. Und es wird eigentlich rege teilgenommen, erstmal von Ausstellern und dann auch von Besuchern. Es ist sehr interessant. Und wir freuen uns natürlich über dieses Ereignis, weil es auch eine Belebung für unsere Marktgemeinde ist. Hier gibt es Kleintiere wie Hühner, Enten, Gänse, Hasen, Hamster, Vögel. Alles, was so ein bisschen die Hobbytierhalter daheim haben. Die tauschen hier, verkaufen, kaufen sich was Neues. Es ist auch wichtig für unsere Kinder und für die Zukunft, weil, dass die Milch aus dem Tetrapack kommt, wissen sie schon, aber ich finde es gut, wenn sie wissen, wo das Ei herkommt. Noch passend in der Farbe. Super Händler ist von heuer. Der ist Maus hat sich da rein, ne? Ah ja. So, da kommen die neuen, das sind die Federkinder, kommen die neuen durch. Gut. Also ich finde, der erste Markt war total super. Es waren sehr viele Leute da, auch sehr viele verschiedene Tiere, Käufer, alles. Also ein super Markt, muss man sagen. Einfach spitze. Viele neue Leute, nette Leute kennengelernt und das war einfach genial. Also ich habe über die Hälfte meiner Tiere schon losgekriegt, wo ich verkaufen wollte und das war einfach spitzenmäßig. Muss man dazu sagen, also heuer war es extrem viel. Das haben wir normalerweise nicht, dass so viele Leute kommen. Also top gewesen.